Der VfB Lübeck ohne sein Trainerteam in Kaiserslautern angereist. Wegen eines Corona-Falles unter den Trainern mussten alle zu Hause bleiben. Kaiserslautern noch ohne Heimsieg in dieser Saison versucht sofort Druck zu machen gegen die stabile Lübecker Abwehr. Adam Loschek ist das, der linke Verteidiger, der in jungen Jahren ja mal als Stürmer angefangen hat. FCK-Trainer Jeff Sabene hat umgebaut auf 4-4-2, spielt mit zwei Stürmern Elias Huth im Team, auch Marius Kleinsorge auf der rechten Außenbahn. Und Huth, der wird hier gelegt von Florian Riedl. Und diese gelbe Karte ist sowas von verdient. Freistoß Lautern, und der ist nicht ungefährlich. Kevin Kraus, stellvertretend für den verletzten Sickinger Mannschaftskapitän, ist mit dem Kopf noch dran. Tore machen, ja, das ist das große Problem beim FCK. Lautern hat großen Respekt vor dem schnellen Umschaltspiel der Lübecker, zieht sich nach Angriffen sofort komplett zurück. Und hier sieht man warum. Yannick Deichmann, Aftus Bahic und Benjamina an den Pfosten. Klasse Aktion von allen Beteiligten. Deichmann sehr, sehr quirlig und Spahic nicht minder beweglich. Tolle Parade. Der FCK-Torhüter hat den nach Leverkusen gewechselten Lennart Grill schon vergessen lassen. Auch wenn er bei Benjaminas Pfostentreffer natürlich Glück hat. Der FCK mit Marius Kleinsorge. Leicht abgefälscht seine Flanke. Redondo! Kenny Prinz Redondo. Das ist dann schon Pech. Eigentlich macht er alles richtig, der Torhüter, ohne die geringste Abwehrchance. Redondo wird von Spiel zu Spiel besser. Auf der Lübecker Bank als Ersatztrainer übrigens der verletzte Spieler Martin Röser, über Kopfhörer verbunden mit Trainer Rolf Landal. Dann dieser Pass von Marvin Poirier auf Marius Kleinsorge. Das muss es doch sein, das 1:0. Aber Lübecks Kapitän Tommy Krupe rettet auf der Torlinie. Chef Saibenes Plan mit Kleinsorge auf der rechten Angriffsseite, also fast aufgegangen. Aber es steht 0:0 zur Pause und Lautern droht das 8. Unentschieden im 12. Spiel. Die zweite Hälfte beginnt noch zerfahrener. Beide Teams defensiv stabil, im Angriff aber ratlos. Dann Benjamina gegen Götzütok. Und der Schiedsrichter entscheidet auf Stürmerfoul, obwohl der Lauterer überhaupt nicht zum Ball geht, nur blockiert. Glück für den FCK. Viele Fouls, kein Spielfluss, schon gar keine Chancen. Das ist alles andere als ein attraktives Fußballspiel. Der VfB Lübeck endlich mal mit einem schnellen Angriff über Detas und dann wieder Benjamina. Aber der Winkel ist zu spitz. Das sind die Höhepunkte einer bisher enttäuschenden zweiten Halbzeit. Sein Team kämpft, aber offensiv häufig mangelhaft. Rieder, der versucht es mit einem langen Ball, aber auch so kommen sie nicht durch gegen diese Lübecker Abwehr. Dann muss Marvin Poirier raus, der Torjäger, heute völlig neutralisiert. Für ihn kommt Marlon Ritter. Sabene will diesen Heimsieg, coacht aktiver denn je an der Seite. Passiert da noch was? Der VfB Lübeck über Marvin Thiel. Und der sieht Patrick Hopsch, abgeblockt von Yannick Bachmann, der als Sickinger-Ersatz in der Abwehrmitte eine ganz starke Leistung abliefert, auch wenn er hier ungewollt mit seinem Hinterteil klärt. Lübeck dreht in der Schlussphase auf. Die wollen hier nicht nur einen Punkt mitnehmen. Dann dieser Schuss von Sven Mende und Spahic. Im FCK-Tor gewohnt souverän, aber Lautern wirkt insgesamt jetzt doch verunsichert. Noch 2 Minuten. Der angewechselte Zug auf den angewechselten Ritter. Der sieht Redondo. Der Ball kommt zurück auf Ritter. Und da steht es 1:0 für den ersten FC Kaiserslautern. Gerade als sich Lübeck aufmacht, hier zu gewinnen, geht der FCK in Führung. Verdient oder nicht? Sagen wir es mal so. Das Glück, das ihnen in den vergangenen Spielen häufig gefehlt hat, kommt im richtigen Moment zurück. Ist das der erste Heimsieg? Sabene beschwört ihn fast. Lübeck macht nun natürlich auf und läuft in Konter. Redondo hat die Möglichkeit zum 2:0, das muss er machen. Aber der Schlusspfiff befreit den FCK von allen Sorgen.
Und Marlon Ritters Urschrei steht für das, was von der ganzen Mannschaft jetzt abfällt. Endlich der erste Heimsieg. Jetzt muss der erste FC Kaiserslautern zum Tabellenführer ins Saarland, zum ersten FC Saarbrücken.